So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein weiterer Teil von Wer ist schlauer? Soll ich nicht in die Kamera schauen? Was wird? Okay. Da guckst du den Sichern richtig in die Augen. Eine weitere Folge von Wer ist schlauer, diesmal an meiner Seite. Was? Eldos, mein Bruder! Mädchen hinter der... Hier hinten, kennt ihr? Ist Mädchen? Der stellt die Fragen. No. Sydney. Jungs, Mann, lass doch mal ganz kurz das Intro machen, Digga! Sei froh, dass ich überhaupt da bin, Mann! Es ist 5 Uhr! Wie viele Fragen sind es? 10. 10? Ja, komm, dann mach die schnell fertig, Digga. Also er stellt die Fragen, wir schreiben es auf Handy. Diesmal weniger Geografiefragen und mehr Allgemeinwissensfragen. Ich will mitraten. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Like Stimmt. Und ein Abo da lassen. Bevor das Video startet, Like da lassen, abonnieren. Es sind immer noch 70% der Leute, die Videos schauen, ohne ein Abo da zu lassen. Nee, nicht. Du hast doch gezeigt, war 40. Oder letztens war 4, auf einmal 70. So, erste Frage. Wie beginnt der erste Artikel im deutschen Grundgesetz? Wie beginnt der erste Artikel? Hattest du das Grundgesetz? Also, hattest du dazu irgendwas? Nein, aber lass Digga, passt ist schon. Das ist jetzt so oder Schule passt gegangen. Schon, egal. Hä, du weißt es auch nicht. Ja, natürlich weiß ich es. Achso. Ja, warum? Der erste Artikel? Lernen wir den österreichischen. Alter, nice, das, erste Frage, Bro. Das, ist das? Was? Was denn? Was denn? Er meint Artikel mit. Nein! Ich dachte, ey, oha! Nein, ey. Bruder, nein. Ich dachte, der, die das. Der erste Artikel im. Hä, was war denn? Boah, Gesetz, den Paragraphen. Du meinst den ersten Paragraphen? Ja. Yeah. Achso, nee. Weißt du nicht, ne? Nee. Die Würde des Menschen ist unantastbar? Ja, ja, richtig. Das habe ich ja auch schon mal gesehen. Ja, das gibt Jäger, wie unfair. Oder das muss doch in Österreich auch sein. Ja, nice, dann tue ich einfach mal so. Ja, also er hat erste Frage, weil er ist Österreicher. Ab wie viel Promille ist man fahruntüchtig? Okay, die Frage stellt er zwei Leuten ohne Führerschein. Gute Frage wieder. Was hast du? Ich habe 0,2 Promille. Ich habe 0,3. Ich glaube, bis 0,2 geht, ist Toleranz. 0,6, keine Ahnung. Es ist 0,5. Hä? Ey, das Punkt. Echt? Wie viel hattest du? 0, ab 0,3 habe ich geschrieben. Ja, okay, 1,0, Digga. Aber das sowas zählt nicht. Aber das macht ja eh keiner von uns deswegen. Trinken und fahren macht eh keiner von uns deswegen. Welche Farbe bekommt man, wenn man gelb und blau mischt? Ist ja schwer. Gelb und blau, hast du das nicht letztens gestellt? Nein. Ich hab auch bist du grün? Grün. Ich habe auch grün. Ist richtig? Das ist richtig, ja. Richtig. Ist grün richtig? Für mich. Hey, ich habe auch grün, was glaubst du? Was sind wahre Freunde? Wer sind die Menschen, die du wirklich in dein Leben lassen solltest? Okay. Frage wieder mit denen. Ja, okay, Jungs, nee, ist okay. Ey, ist okay, ist okay. Welche Farbe kriegt man raus, wenn man blau und grün mischt? Lila. Ja, okay, next one. Wie viele Figuren sind am Anfang eines Schachspiels auf dem Brett? Boah, gute Frage. Gute Frage, ja. Gute Frage. Am Anfang? Hast du's? Ja, ich hab ne. Hast du? Weißt du es auch? Aber ich hab einen Gedankenansatz, aber ich sag noch nicht. Ich verschiedene Figuren, also insgesamt also, einfach, ne? Ja, insgesamt. Achso, von beiden Teams. Insgesamt von beiden also, Teams. Also insgesamt von beiden Teams. Ja, ja, ja. Okay. Ich dachte, ich hab 24. Ich hab 32. Nein. Echt jetzt? Ey, das? 32. Oh, what? Oh. Warte mal ganz kurz, was gibt's da? Es gibt Turm, es gibt diesen Pferd. Pferd es gibt diesen Flügel, seitlichen. Dame Bauern, Mann, Mensch, König. Und man muss einfach nur wissen, 8 Bauern und hinten und dann halt 2. Also Punkt wieder für... Scheiße, Digga. Okay. Jetzt raff ich mich. Nächste Frage weiß ich direkt, denn die lautet... In welcher Stadt lebte Sherlock Holmes? Weißt du, welches Land? Nee. Weißt du? Weißt du nicht, welches Land? Weißt du? England? Oh, Bro, ich geb dir jetzt mal Tipps. Wenn ich mit England gehe, muss ich mit London gehen. Wo ich ne Manchester, scheiß drauf. Es ist London. Oh, wichtig, komm, richtig, weil ich es wusste. Bruder, ich wusste es, ich wusste es. 3-2 für mich. Punktestand ist eingeblendet, Leute. Ja, ja, easy. Okay, next one. Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Oh, klein. Okay. Hier kommt es auf Logik an, denke ich mal. Ich glaube, Mathe. Schon, ja. Ja, ob du jetzt gut nachdenken kannst oder schnell Lösung findest. Warte kurz, Bruder. Ob du schlau im Leben bist? Wenn Lauras Tochter die Mutter meiner Tochter ist, wie stehe ich zu Laura? Was? Wenn ich wiederhole es noch. Wenn Lauras Tochter die Mutter meiner Tochter ist, wie stehe ich zu Laura? Wenn Laura die Tochter... Warte mal. Wenn Laura die Tochter... Bruder, ich schwöre, ich weiß nicht. Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder, er sagt es, aber ich vergesse das direkt wieder. Das ist mein Kopf, ich schwöre, sag nicht so oft, sag noch einmal, sag noch einmal. Okay, einmal. Warte mal. Ich hab grad so braindead. Ich hab eingeloggt. Ja, sag, was hast du? Schwester. Ich auch Schwester. Dann bin ich die Tochter.
Ich hab Enkel. Lauras. Ich schwöre, der Text ergibt keinen Sinn. Was ist der zweite Planet im Sonnensystem? Ach du Scheiße, Sonnensystem ist so schlecht. Soll ich euch sagen, wer das jetzt wüsste? Eli? Nein, oh, safe. Der drückt gerade, also wenn er auf das Video reagiert, drückt er auf Stopp und beschwert sich über die Fragen. Ja. Nein, was? Erst kommt der. Und dann. Erst kommt die Venus und dann der Jupiter, oder? Ich hab Jupiter. Gibt's so einen Song? Ich hab auch Jupiter. Ja. Ist falsch? Ja, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Jupiter. Uranus, Neptun. Also, was ist das zweite? Also, Venus. Ja, aber wo soll man das wissen, wenn man den Song nicht weiß? Ja. Hä, Bro, es gibt so viele Brücken, die man hat. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag den Nachthimmel. Ne, unseren Nachthimmel. Das ist die Jesusbrücke. Zwischenstand ist eingeblendet. Das bisschen, hier. USB-Stick und so weiter nutzt ihr ja jeden Tag. Wofür steht USB? Ist das Englisch, ne? Du musst aber pro Wort musst du einen Punkt geben. Okay, wenn man ein bisschen nachdenkt, glaube ich, kommt man schon drauf, ne? Was ist S, Bruder? S? Universe. Ich hab's aber gerade oft gesagt. Ich hab's. Jo, ich hab's. Ich bin so auf Elbe von dem gespannt. Was hast du? Ich hab Universal Stick Brick. Ich hab Universe Sensitivity Bank. Ich hab Universal Storage Bandbreite. Ist es Universe? Also das S, das wird nicht für Stick stehen, weil man sagt ja USB-Stick. Man sagt ja nicht Universal Stick. Ja, vielleicht ist es ein Doppelstick. Das macht keinen Sinn. Das kann nicht. Deswegen habe ich Storage. Storage ist gut. Universal, ja. Universal. Ja. Also Universal, ja. Ist ja, richtig? Ist richtig. Also, Serial Bus. Aber stimmt mein Universe? Was hast du geschrieben? Universal. Stick Brick. Er hat Universal, ich hab Universal. Das ist Quatsch. Also kriegt auch mit Punkt? Ja, ich krieg einen Punkt. Ja, doch. Für Universal krieg ich schon einen Punkt, Digga. Ausgleich. Ja, Ausgleich. Jetzt kommt eine Geografie-Aufgabe. Yes! Hab ich. War doch gerade schon eine, okay. Digga, mit Sherlock. Das steht schon aus. Es geht nach Südamerika. Okay, das weiß ich. Okay. So. Was ist die Hauptstadt von Peru? Boah. Ah, ich hab's, glaube ich. Peru. Digga, ich hab absolut gar keine Spur, ja, Digga. Warte einfach, Bro. Bro, mach mal warte schneller, bis Bro. Du's hast. Versteh. Bruder, das ist krass. Peru City, ey. Ich glaube, ich hab's sogar richtig, ne? War das echt richtig? Ich hab Lima. Ja. Echt? Nein! Es ist Lima. Gustavo Lima. Una. Che. Das geht nicht. Sehr, sehr unlucky for me. Okay. Sag mal. Sag nächste Frage. So. Sag mal nächste Frage, Bro. Eine neue Schätzfrage. Wie hoch ist der Big Ben? Boah. In London. Big Ben. Wo liegt der? In London. Hab eingeloggt. Hab. 137 Meter. Ich hab 340. Ich glaube, es ist 300. Ich hatte 370 davor. Der ist nur ein Glockenturm, ne? Ich hatte 370, aber 370 ist doch zu. 300 ist zu viel bloß. Es sind 96 Meter. Lol. Jawohl, Digga. Jawohl! Einfach Elders gewinnt, Bro. Lol. Okay, nächste Frage. Wer war Mitglied des A-Team? Keine Ahnung. Was ist das? Mister? Was denn? So. T. Ist Mr. T richtig? Nein! Was laberst du? Ich hab Mr. T. Was ist deine Reaktion? Ja, klar. Hättest du mich ausgelacht, Bruder? Ernst, noch eine Frage. Da nämlich eine von den Zuschauern. Ich erwähne noch seinen Namen. Ne? Falls ihr Fragen habt, einfach Mädchen schicken. Okay. Auch eine Schätzfrage. Aber okay, alles Frage. Oder nichts, okay? Wenn ich die, wer die richtig hat, hat gewonnen. Mies nicht. Okay? Hä? Natürlich, musst du machen. Auf dem Bolzplatz. Ja, auf dem Bolzplatz. Du weißt selber, wer die Mädchen. Okay, Mädchen komm, damit spannend, Bruder, damit spannend ist. Alles so oder da, weil sowas ist. Ehre Mann, einmal alle Ehre Mann. Wie lang ist der längste Penis der Welt? Was? Long Dong Silver kennt man. Schön. Ich kann den auch mit 12 so. Das kann doch kein Meter sein, oder? So ein gespritzter, voller Meter? Doch, Bro, wenn du wüsstest, Digga, was da alles abgeht. Ich habe einen gelockt. Er ist so lang, dass wenn er einen Steifen bekommt, dass er ohnmächtig wird, weil zu viel Blut in seinen Schwanz geht. Das weiß ich. Das weiß ich auch. Und da wurde mir gesagt. Okay, wie viel hast du? Sag du zuerst. 40. 72. Du hast immer noch gewonnen. Ein Freund. Das sind 48,2. Ich hab 40. Ich hab gewonnen.
Zustand. Ich habe ja, gewonnen. Also dieses, Freunde, das war's mit dem Video. Ich glaube, es waren auf jeden Fall ein paar coole Fragen. Es geht ja auch hier immer so ein bisschen um die Vielfalt und um die Abwechslung der Fragen. Ich finde, das hat Mädchen relativ gut gemacht. Die erste Einstiegsfrage war jetzt ein bisschen schwer, weil Eldos ja nicht aus Deutschland kommt. Aber danke, Sydney, dass du auch da warst. Checkt die Jungs gerne ab, checkt Eldos ab. Ich glaube, mit ihm haben wir noch ein Video gedreht, mit Sydney haben wir noch ein Video gedreht. Und Mädchen hat jetzt auch mit YouTuber. Ne, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze und lasst ein Abo da. Kuss.